Autsch. Wir sind wieder angekommen. So, dann habe ich unterwegs noch das gefunden. I wanna say go slow. I wanna say go slow. Open the window. Na, das gibt ja hier was, ey. Das ist ja... Ich konnte es dann irgendwie auch nicht. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, das abzureißen. Jetzt habe ich hier so viel. Ich schau mal an, ey. Lass jetzt erstmal diese grünen Schleim da rauslaufen. Und dann. Dann mache ich hier mal ein schönes Glas mit Glibber, ne? Und dann schmier ich die Hunde ein. Na, mein Schatz, wie geht's dir? Wie geht's dir? Kartoffelchips Deluxe von Priscilla Braun. Guckt es euch an, guckt es euch an. Crispy on the outside. Eine schöne goldene Bräune. So schöne geht's. Goldene Bräune. Und sie sind so lecker. So müsst ihr das machen. Gehen wir hier lang. Hi. Hi guys. How are you? Hi. Wir gehen zur Lederhaube und duschen. Guck mal. Hey. Woohoo! Da over there. Oh my God, I'm out to here. Ja, das ist schön. Ich filme den Weg. Schön mit Annalotzgatte. Ich filme den Weg. Da muss man halt hier durch Annalotzgatte durch. Bei diesem Weg. Guck mal, eine Blume. Oh. Put in dein Ohrring. Und da. Wie duften so diese Blüten.
Alles frei. Wuhu! Schnell weg! Hey! Ja. Baby! Hallo! Hallo, Baby! Oh, seid ihr goldig? Hi! Eine Blume hat sie gefunden. Schon wieder. Ein Blatt 20 Euro. Oh. Na? Na du? Was habt ihr denn hier für ein ausgewogenes Mal? Hä? Schickes Hemd, by the way. Ja, erstmal hier von der Straße, bitte. Rosé! Die Oma ist hier! Hallo, alle Menschen! Hallo, Leute! Na, mein Schatz. So, ich wollte nur sagen, ich wollte mal schnell Bescheid sagen. Ich habe im Moment keine Lust auf Laber-Videos und deswegen filme ich so, wenn ich daran denke, filme ich immer so ganz kleine Stückchen aus unserem Leben. Aber wirklich auch kleine. Lena trennt sie wieder hier mit ihrem Bobbes durchs Bild. Weil die GoPro ist so, die fängt immer alles ein, was hier so ist. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich gerade nicht so Lust habe, aber ist ja auch okay, ne? Ich mache ja das so, wie ich Bock habe. Und ja, uns geht's gut. Das ist toll, ne? Habe ich euch schon erzählt, dass Elisa jetzt, ne, das eine Baby ist sie jetzt quasi losgeworden. Dem hat sie ja das Leben gerettet, ne? Da hat sie ja erkannt, dass das eine Hirnhautentzündung hatte, hat das den Ärzten gesagt. So wurde das sehr, sehr, sehr unnormal früh erkannt. So, das hat sie. Und dann ist sie das wieder, das quasi losgeworden, weil das war natürlich zu viel. Sie hat zwar überlegt, soll ich das jetzt ganz annehmen und so weiter. Also da hat sie viel hin und her überlegt, aber sich dann dagegen entschieden und ja, da kommt sie neulich, es war hier ganz doller Regen, ne? Im Sommer regnet es hier viel und also richtig doller Regen und sie kam hergelaufen, weil unser Auto macht gerade Macken, hat gerade eine Macke und ist im Shop. Auf jeden Fall, ich komme mir so groß vor, irgendwie jetzt bin ich so, ich bin ja ein Mensch, ich sitze gerne gerade, nicht wahr? Das hat mir meine Mutter so beigebracht. Auf jeden Fall kommt die hier an mit so einem Knäuel und hat schon wieder so Katzenbabys gefunden. Ne? Die eine hatte noch die Nachgeburt, also die Plazenta an sich hängen mit der Nabelschnur und so, ja. Boah, ich so, Lisa, lass es, warum hast du die, warum findest du die, warum siehst du die, lass es doch mal sein. Ich meine, ich finde es schon krass, nur dass eine Katze auch, ich dachte, die suchen sich einen Unterschlupf, ne? Und die hat da einfach so verteilt. Die Lisa ist dann auch nochmal im Regen hingelaufen und hat
geguckt, ob da noch mehr sind. Da war noch eins, das war aber schon tot. Also sie hat zwei gefunden. Sie wollte die dann wieder peppeln. Haben wir ja schon mal gemacht, hat leider nicht geklappt. Super traurig, also für mich ist das so traurig. Dann, ich habe dann so eine Beziehung zu diesen Tieren und dann sterben die. Das war schlimm. Naja, sie hat die Hausverwalterin bei ihr, die hat ganz viele, Hühner sagen immer, sie ist eine Katzenhorderin. Und die hat sich jetzt der Babys angenommen. Eins ist leider auch gestorben, das war von Anfang an sehr schwach. Aber das, wo die Nabelschnur und die Plazenta noch dran waren, dem geht es am besten. Ne? Also Lotusgeburt, das spricht doch dann für die Lotusgeburt quasi. Ne? Ja, auf jeden Fall. Von der Hausverwalterin, die Tochter hatte gerade ein Baby und hat daher auch Milch. Und jetzt geben sie der Katze Bubimilch, weil das... Also das klappt ganz gut. Genau, so sind unsere nämlich damals gestorben. Wir hatten den, am Anfang hatte Lena noch Milch gespendet und das hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir irgendwie sowas gekauft. Wir dachten, nee, die muss ja sowas, so gekauftes Katzenzeug. Ja, und da sind die dann gestorben. Ne? Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Naja. Aber das fand ich halt auch wieder so rührend. Ne? Dann sagt die Lisa so, ja, Mama, ich hätte sie liegen lassen können, aber weil ich so, ja, die sterben doch eh, lass und so, ne, aber das ist auch von mir, das ist jetzt keine Boshaftigkeit, das ist so wie so ein Selbstschutz, weil ich hab sie mir auch nicht angeguckt, weil sobald ich das angucke oder gar anfasse, ist es um mich geschehen und dann liebe ich das und dann kann ich nicht mehr, ne, und, aber ich brauche nichts, ich brauche nichts mehr hier in meinem Leben, es ist voll, es ist komplett voll, ich brauche weder Katzen noch Hunde noch Hasen oder sonst was, ne. Enkelkinder, ja, okay, also brauchen wir auch nicht wirklich, aber die kommen halt nur und dann freuen wir uns, das ist keine Frage, aber ja. Dann sagt sie so, ja, aber Mama, dann sterben sie wenigstens mit Milch im Bauch und schön im Warmen und Trockenen. Und das fand ich so, ich bin so stolz auf mein Kind, ne, also ne, von außen, es wird ja immer so auf die Lisa mit dem Finger gezeigt, ne, also jetzt hier nicht so doll, hier ist das... Hier sind die Leute nicht so verurteilend wie jetzt in Deutschland, aber die Deutschen, ja klar, die Lisa, pf, drei Kinder, zwei Väter, kein Mann und so, ne? Die wird ja sehr verurteilt und es wird ja einfach davon ausgegangen, dass die hat sie nicht mehr alle oder die, weiß ich nicht, ich weiß es ja nicht, was die Leute wirklich denken, weiß ich nicht, aber ja, die kriegt halt sehr viel von diesen negativen Schwingungen ab. Aber ich wollte jetzt halt nur mal sagen, ne, für mich als Mutter, ich bin so stolz auf die, ne? Also ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Sie hat ein Herz, die ist empathisch und anpackend, ja? Eine richtige tolle Frau, also das muss ich jetzt auch mal sagen, ne? Eine richtig tolle Frau. Sie hat dann auch, zum Beispiel mit dem Baby, hat sie auch selber nachgedacht und hin und her überlegt, halt dein Maul, Lola, nee, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, ja? Boah, die Lola hat sich das so angewöhnt, hier bei jedem kleinsten Geräusch rumzukläffen. Nee, habe ich keine Lust drauf. Wie kann ich dir das abgewöhnen? Ne? Ich will sie ja nicht hauen. Ne? Oh, ich weiß auch nicht, ob das was helfen würde, was bringen würde. Ich, oh, die nervt mich. Echt, Lola, lass das. Ich versuche ja immer, das zu besprechen, ne? Mit den Hunden oder auch mit den Kindern. Ich versuche, meine Probleme zu besprechen, aber Lola klappt das nicht. Die möchte mir nicht zuhören. Auf alle meine Kinder, keine Frage. Jedes Einzelne. Ich könnte jetzt auf jedes Kind hier eingehen und euch sagen, ich weiß auch nicht, in dem letzten Video war ich schon, da habe ich 4 Daumen runter gekriegt. Ne? Da, ne, war das Jahr, wo ich gesagt habe, ich bin so stolz auf meine Kinder. Das wollen die Leute nicht hören, aber das ist halt, es ist halt so, ne? Es ist so, ob ihr das hören wollt oder nicht, gell? Es ändert ja nichts an der Tatsache, gell? Oh, also das ist aber schön geworden. Das ist echt toll, das gefällt mir. Die Mama ist oben, die zieht sich an. Willst du es ihr zeigen? So schön. Ja, also das wollte ich nur sagen. Also ich bin total stolz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich stolzer wäre, wenn sie jetzt den normalen Weg gegangen wäre. Und, weißt du, was ich meine? Also ich. Und das heißt ja auch nicht jetzt, dass Leute, die den normalen Weg gehen, die halt einen Mann haben an ihrer Seite. Obwohl, ist das heutzutage überhaupt noch normal, ihr lieben Leute? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube es gar nicht. Ich glaube, es ist gar nicht normal. Was ist normal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht!
Auf jeden Fall, ich bin stolz, Mama ist stolz hier, ne? Das hier, dieses hier habe ich mir machen lassen, da hatte ich gerade eine ganz schwierige Phase mit meinem ersten Kind. Und wir hatten so eine Verbindung, also wir hatten viele Probleme und wir hatten eine Verbindung über die Musik. Und Sido war halt da auch so, Mama ist stolz, dieses Lied, das habe ich so gefeiert und er auch. Und dann habe ich mir dieses Tattoo, ich weiß nicht mehr, habe ich mir da machen lassen, schon so in Gedanken an ihn. Und dann habe ich hier bei dem Mama ist stolz, habe ich noch ein Fragezeichen, weil ich wusste es nicht, das war meine ehrliche Meinung. Heute, also ich möchte mich ja nicht mehr tätowieren lassen, ich bin da ganz von weg, so habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Aber wenn ich jetzt mich noch tätowieren lassen würde oder wenn ich mal irgendjemanden über den Weg laufe mit einer Tattoo-Maschine, dann lasse ich mir das Fragezeichen als dickes, fettes Ausrufezeichen umbauen. Weil ich habe hier als Fragezeichen Ausrufezeichen, so ist sie stolz? Ja, sie ist stolz, so war das, so war mein Gefühl damals. Und heute, viele, 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 viele Jahre, also bestimmt, warte mal, wie lange ist denn das her? Das ist, naja, also 12, 13, 14 Jahre her, dass ich mir das habe machen lassen. Und heute sage ich, ja, Mama ist sowas von stolz. Sowas von rundrum. Rundrum stolz auf meine Kinder. Ja. Das, ja, ich weiß nicht, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht sagen. Ne? Ich hatte ja gesagt, ich wollte gar kein Labervideo. Bla 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 bla. Also, das ist jetzt hier so ein bisschen erstmal eine Wanderung mit Willi. Dann so ein bisschen Geschiss zu Hause, was hier los war. Und noch ein kleiner Marsch zu Lisa. Ne? Das sieht so schön aus, das wollte ich einfach mal teilen, wie schön das ist. Ne? So, und jetzt macht's gut. Ihr lieben Leute, ich wünsche euch nur Gutes. Adios, ciao, ciao, adios.